Ich könnte heute spielen wieder Agario auf Schande. Auf Schande und ich habe ein paar Freunde dabei. Sagt mal alle Hallo. Hallo. Oh, ich bin der Rudi. Heute habe ich Alexei dabei. Der war lange auch nicht mehr dabei. Ja, junge Revolver hält hier. Und der Steven, der war auch nicht mehr dabei. Sag mal, was? Bini. Boah, bester Alter. Bini. Okay, wir spielen wieder Agario und wir wechseln ab, denke ich mal. Ja. Sollen wir mal erzählen, was passiert ist? Mit der Geschichte sollen wir dir erzählen? Oder? Alexei, oder? Kannst du gerne erzählen. Ja, okay, da du so lange spielst. Ja, lol. Egal, erklärt jetzt. Wenn ein bisschen so komisch klingt, dass ich in meinem Hals habe, Husten und Halsschmerzen. Also, ich erkläre jetzt mal die Geschichte. Die soll wirklich wahr. Also, die Geschichte handelt jetzt von. Also eine Puppe, also wir haben jetzt gespielt und wir haben einen Rückwärtsübersetzer. Toll gemacht. Wir haben. Nein! Alter! Genau in dem Moment. Ich hat sich umgedreht. Genau in dem Moment. Hör auf, Steven, ist mal so, hör auf. Genau in dem Moment, wo du nämlich das hochgehoben hast, ist das so gebrummt. Deshalb ja. Boah. Okay, weiter mit der Geschichte, warum wir gerade so heptisch waren. Das liegt daran, dass wir waren gerade in der Gruppe, also jetzt, wir waren jetzt hier am Spielen, wir haben einen Rückwärtsübersetzer, wir haben halt so einen Blödsinn reingeschrieben und dann haben wir halt gestern und heute haben wir halt so Thank You Satan übersetzt, heißt, wenn man das vorwärts sagt, dann heißt das Yes We Can, also das hat Obama immer gesagt und das haben wir gestern und heute haben wir das gemacht und heute ist halt so eine Puppe von dem Alex, der hat halt heute eine Puppe. Genau, hat so eine Puppe und die hat mega große Augen, so einen roten Mund, rote Haare. Und allein das ist schon gruselig, hat die schon vorher gruselig gefunden. Und dann hat die halt, heute ist die halt ausgerastet, wir haben das Licht ausgemacht, wir haben jetzt hier so dunkel, dass es ein bisschen gruselig ist. Mir war da schon ein bisschen nicht zumute. Haben wir das Licht ausgemacht, waren wir unter einer Decke. Haben wir halt so ein bisschen weitergemacht und auf einmal kam die Puppe da durch und hat... Die Puppe ist straight on einfach... Ja, die ist einfach da drunter. Die ist einfach straight on in die Decke einfach reingegangen. Ich habe keine Ahnung, ich habe die auch nicht angefasst. Ja, keiner konnte die anfassen. Die ist vom Stuhl, keine Ahnung, in die Decke rein. Wie zum Teufel das passiert ist, wissen wir alle nicht. Ja. Und dann ist halt, dann haben wir halt, ich habe halt so eine Spielzeugpistole ganz egal, weil ich mich damit sicher fühle. Ja, guck das selber nach. Steven sagt es, alle sagen das, dafür fühlt man sich sicherer, das finde ich nicht echt ist. Und dann haben wir halt, hat Alex jetzt sich ausgerastet, hat sich auf den Boden gewälzt, die Puppe lag dann auch schon die ganze Zeit auf den drauf geballert mit zwei Waffen, mit so einer, einfach so Spielzeugpistole, das war einfach die erste Reaktion, die ich hatte, einfach nur draufballern. Und als ich ihren Schwanz hochgehoben habe, hat er irgendwie so ein Teufelslied gesungen. Ja, die hat so einen Teufel beim Schwanz hochheben, normalerweise macht ihr das nur, wenn man auf ihren Kopf tippt oder irgendwo drauf, die hat es beim Schwanz gemacht und dann haben wir die weggeworfen wieder. Hat der Steven die nochmal hochgehoben und dann hat die ganze Zeit mit ihrem Augen so rumgefuchtelt. Ich hatte das, glaube ich, so. Nein, so links und rechts. Ja, links und rechts. Leute, ich gucke immer auf links und dann. Leute, ich schwöre euch, rechts und links. Ich schwöre euch bei Gott, die hat seit einem. Die hat die hat früher so süß gesungen, jetzt singt die wie so ein Teufel. Ja. Ich habe auch gestern schon so wie ein Teufel gesungen, weißt du noch? Ja. Gestern war die auch so aggro drauf. Und da habe ich halt einfach nur gesagt, ne. Geht nicht mehr, ich wollte schon weggehen, weil die hat die ganze Zeit gesungen, keine Ahnung, so zwei Minuten hat sie durchgehend gesungen. Wie lange singt die normalerweise? So 30 Sekunden habe ich gerade mitgezählt. Nein. Doch. Mhm. Wie viel? Ja, dann ist sie halt ausgeraten. Eine halt Minute so, sind die. Jetzt haben wir die in so einer Kiste verstaut, die Kiste kann rausspringen, und die kann also rausspringen theoretisch, aber ich habe mega Schiss davor. Und als ich kurz mal aufgemacht habe, hat die sich irgendwie umgedreht. Ja, die war so gedreht. Weil die lag mit dem Kopf und dann ist sie umgekippt oder sowas, keine Ahnung. Nein, nein, die lag mit dem Bauch auf dem Kiste, ne? Ja. Und dann auf einmal liegt die auch. Nein, ich auch. Ja. So mit den Rücken dann. Die war eigentlich mit dem Bauch. Ja. Und der Kopf nach unten. Das ist mega brutal. Auf einmal ist der Kopf nach oben. Ich hab ihn. Also heute wird mal eine spannende Folge von Agario. Ja. Eine kleine Horrorstory, die auch wirklich wahr ist. Die ist wahr. Ja, und wie? Wenn wir das aufnehmen könnten, das war einfach nicht unsere Reaktion, wir haben einfach nicht aufgenommen, ne? Wir dachten einfach nicht daran. Ja. Das können wir machen. Das ist jetzt mal Piratenschiffchen.
könnte mal meinen Schuss auf so hochkommen. Ja, ja, die kann ich nicht. Ich glaube aber nicht, dass sie ja so einfach. Ich fühle mich auch mit so einem Revolver einfach so richtig sicher. Oh, die Banane gibt mir Points. Boah, ja, richtig fett, Alter. Hier, Points. Banana. Banana. Minion-Style, Alter. Ey, der hat die Revolver. Ja, ich weiß. Also Horror Story ist heute am Start, das wissen wir alle ganz genau. Also das war echt gruselig heute. Es geht gar nicht, Junge. Ich wollte mich einfach so verpissen. Dann habe ich mir gedacht, ich sag mal so. Ich stehe auch noch an der Tür, also an der Tür. Und weil die ganze Zeit gesungen haben, die lagen auf dem Boden, die hat die ganze Zeit gesungen. Oh, hab ich Leute. Ja, richtig geil. Habe ich gesagt, nee, mit mir nicht. Dann bin ich aus dem Zimmer rausgegangen, waren die zwei allein. Ich wollte gerade schon. Ich hab schon versucht, meine Schuhe anzuziehen. Ich stehe dann noch so. Ich denke mir so, was passiert jetzt mit denen, ob die irgendwas macht. Die kommen dann so und die trauen sich auch noch da am Rand zu gehen. Denke ich mir einfach so. Ja, geil. Jo! Oh! 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 Holy shit! Oh mein Gott, this is crazy! Ah, yeah, that's right. Oh mein Gott! Oh no, bitte nicht! Don't do that, please! Beste Runde, Nagari, ob! Ich glaube jetzt ehrlich gesagt, die Puppe, die lässt jetzt aber nach, ne? Weil er ist erst in der Kiste. Wenn wir es offen. Ah! Richtig. Hat er mich bekommen, diese Muskel. Diese Muskete. Diese Muschi, ich denke wie eine Puschi. I am my fucking kidding. Diese Muschi, ich denke mir wie eine Puschi. Und diese Puschi ist ein Penis. Also. Okay, frech mit dir mal elf jeden. Ja, das richtig, pischt euch alle an meinen Nacken. Oh, Deutsch will mir Punkte geben, der will mich aber verarschen, das weiß ich auch. Ja, gib mir weiter Punkte, du willst mich verarschen, ich weiß es. Ja, jetzt haut er doch ab. Nein, ich hatte 666 Punkte gerade. 666666. Wie die Kiste raschelt oder so. Da hab ich mega. Wun. Was ist bitte Wun? Ah, nein! Oh, rechts! Wun hab ich mal an meinem PC gesehen. Der, ich hab ihn auch mal in meinem PC mal gesehen. Wun. Oh. Oh no, marsch ich back! Ich muss mal einen auf Wun schreiben, da gibt er richtig viele Punkte, ne? Wun? Ja, I love Wun. Dann hat er, der hat mir mindestens. Ja, okay. Wir sehen uns im nächsten Part von Nagara. Tschüss. Heute war eine gute Runde und eine gute Horror-Story. Wir sehen uns im nächsten Part. Ciao.